Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 55 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben hier den Sensor montiert und sind da auf dem Weg dahin, hier eine Schleuse zu bauen, die wahrscheinlich aber mit den einfachen Türen nicht funktioniert. Gehen wir davon aus, Automatiktüren sollten wahrscheinlich automatisch geöffnet oder geschlossen werden und nicht über das da. Also ich glaube, obwohl, ich weiß es nicht. Wir probieren es aus, dann wissen wir es. Ne? Da am Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Der ist jetzt hier oben, der ist da leider und okay, hier ist schon mal was Schmutziges. Da freut er sich richtig drüber, weil er dann endlich was zu essen kriegt. Der Raum hier ist zu klein, aber hier hinten haben wir doch noch was graben. Achso, Prio-Line müssten wir machen, ne? Dann machen wir das mal so, dass das ein bisschen größer wird, schneller. Okay, hier ist einer geschlüpft. Können wir denn da noch ein Pufflet-Ei? Aber da gibt es wohl keine, ne, oder? Kein Ei verfügbar. Genauso sieht's aus. Okay. So, jetzt müsste da erstmal einer rein, damit der weiter kann. Aber, das wird sowieso schwierig wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass dieser Raum viel zu klein dafür ist, oder? Und wenn wir den Sensor gleich gebaut haben, dann wird sowieso noch schwierig. Dann müssen wir den anschließen. Strom? Nee, Strom war das nicht. Automatik war das. Automatisierungskabel wird dann gefragt. Und dann müssen wir weiter gucken. Keine Ahnung wie. Vielleicht geht das ja. Kein Sauerstoff hier, okay. Ja, ist auch besser so, wenn hier schmutzige Luft ist für die hier, aber das sieht ja gerade gar nicht gut aus. Was sagt denn das Overlay da? Okay, ein bisschen Luft gibt es da schon. Aber insgesamt gibt es zu wenig Luft. Warum das? Wo ist denn unsere Luftproduktion eingebrochen? Macht den hier keiner? Haben wir keine Algen mehr? Noch Algen sind noch da, aber nicht mehr viel, ne? Und die sind hier oben zum Abbauen, aber da passiert ja auch so wirklich wenig, ne? Ja. Wo sind denn hier noch Algen? Da nicht. Hier sind alles Algen, aber da passiert gerade nichts. So, das ist unerreichbar, weil darunter der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist, ne? Mach das mal so, dann klappt das vielleicht schon mal da ein bisschen besser. Ah, das Teil ist jetzt da. Zählt Tiere, zählt Tiereier. Sendet ein grünes Signal, wenn über 0. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst diese Kabel haben, um dann zu entscheiden, was mit den anderen Türen passiert. Aber wahrscheinlich kommt da nichts. Aber wir werden das gleich sehen, wenn das angeschlossen ist. Wahrscheinlich müssen wir die Türen ändern. Da müssen andere Türen rein, schätze ich mal, damit das geht. Aber der da, der ist immer noch nicht unten, ne? Oh, der ist in der Ecke am Lüftungsschacht. Kommt denn da Gas, überhaupt schmutziges Gas mittlerweile rein? Was sagt denn unsere Lüftung? Okay, das muss auch noch fertig gebaut werden. Gasleitung. Komm, dann machen wir mal hier Prio-Line. Denn sonst verhungern die uns nachher noch, ne? Gereizte Lunge, das ist kein gutes Zeichen gewesen, glaube ich, oder? Catalina. Kontakte hier. Keim-Overlay. Ist aber nichts verkeimt. Da, wo es nur sein muss, ist verkeimt, sonst nicht. Glaube ich. Okay, alles gut, würde ich sagen. Keine Ahnung, vielleicht weil auch zu wenig Sauerstoff ist oder so. Schwierig. Hier tut sich jetzt noch nicht so wirklich was, ne?
Den müsste man eigentlich verschieben, ne? Jetzt ist er da auch am Weg, da kannst du dann sowieso nichts machen. Und wie sieht es mit Essen aus? 47, 46, alles ist gut. Ah, hier ist schwierig, ne? Oh, so weit schon hochgebaut. Aber hier oben sehen wir noch ein Granitfeld und dann nichts. Aber hier ist schon mal kalt, ne? Hier sind es minus 23 Grad, also. Die Kälte müssen wir da oben wegholen, um hier unten vielleicht was auszutauschen, wenn, ne? Die pennt oder der pennt. Jetzt geh nicht hoch. Okay. Wir haben nur einen, der jetzt hier nachts arbeitet, ne? Das ist alles soweit fertig. Sieht auch erstmal gut aus. In unserem Schlafsaal ist noch eine Person drin. Die müssen wir auch noch weiter bauen, ne? Hier geht es auch nicht voran. Ah, hier haben wir schon den Raum angedeutet, passend, ne? Und dann geht es hier hoch weiter. Da kann man noch weitere Räume bauen. Ja. Ja, die Raumgröße ist, glaube ich, passend, wenn. Und da muss auch noch einer hin. Ne, hier muss ja gar keiner hin. Ne, ist ja nur eine Schleuse. Also hier kann was anderes sein dann. Könnten wir die Räume etwas größer lassen? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Das machen wir weg. Mal gucken, ob wir hier größer lassen. Ein bisschen Luxus. Hier ist es sehr warm mit 40 Grad. Während es hier oben sehr kalt ist mit minus 32 Grad. Also hier müsste irgendwo, wenn Wasser ist, Feuchtigkeit ist, sehr stark kondensieren. Ne? So, was passiert jetzt hier? Er ist da unten, er ist da. Hier ist noch nichts passiert. Kein Kabel gebaut, nichts. Automatisierungskabel machen wir gerade auf 9, weil es mich gerade interessiert. Was da geht oder nicht geht. Jetzt wurde hier. Achso, da werden jetzt die Leitungen gemacht, damit die was zu essen hier kriegen. Ah, hier hinten wurde jetzt tatsächlich was weitergebaut. Und dann sollten wir hier. Den Ziegel natürlich auch schneller bauen, vielleicht. Da wird gepflegt. Nisbet macht was? Ne, Nisbet ist es. Katalina ist, hat was geholt. Da kommt jemand zum Bauen. Ich hoffe, der baut da oben. Ja, der baut den Ziegel. Dann muss da auch ein Ziegel hin. Und den priorisieren wir gerade auch mal da. Okay, die werden auch gerade priorisiert gebaut wohl. Ich hoffe, er wird jetzt auch fertig gebaut, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut. Und die anderen beiden? Sehr gut. Die auch. Und wie sieht es hier mit Platzmangel aus? Eingeengt, immer noch. Ja, da muss das größer werden halt, ne? Wir können da unten auch gleichzeitig mitbauen. Wo die sind, ist doch eigentlich dann fast egal, oder? Ja, warten wir es ab. Und schauen dann weiter, ne? Ersticken. Wer erstickt hier?
Wieso ist jetzt hier zu? Weil die Leitungen gebaut sind, oder was? Okay. Glück gehabt. Okay, irgendwas wird mit dem Automatismus gelaufen sein. Und wenn der da jetzt reingeht, ist das auch nicht schlimm. Oh, er geht aber nicht rein. Aber hier ist eher Auto. Schleuse auf 9. Sendet ein grünes Signal, wenn. Aber jetzt kann ich das an der Tür nie einstellen, weil das keine Automatiktür ist. Wetten. Wetten, der geht jetzt da gleich durch und der nicht, die beiden nicht. Aber warte mal, dann kann der ja auf 9, wenn der runter ist. Ganz schnell zu bauen da oben. Okay, das ist immer so weit, dass das klappt. Und jetzt müssen wir uns hier damit befassen, ne? Und das heißt, wir müssen diese Tür definitiv wahrscheinlich rausreißen, ne? Lass uns mal Türen gerade angucken. Ja, ich sehe jetzt nicht, wie es geht. Der Mordrak, der hat mir das schon mal geschrieben. Der hat mir ein kleines Video dazu gedreht, glaube. Das ist eigentlich egal, ne? Warte, wir haben ja auch andere Türen noch irgendwo. Hier oben zum Beispiel. Da können wir uns das doch mal angucken, ne? Ah, nee, das weiß ich jetzt nicht. Da bei der Tür sehe ich jetzt aber auch nichts. Standard. Ist die Laufrichtung. Gibt es da noch andere Türen, die ich jetzt nicht im Schema habe? Wahrscheinlich nicht. Was war jetzt gerade passiert? Forschung abgeschlossen. Jetzt kommt auch noch ein Dingens. Eureka. Lass uns erstmal nach der Forschung gucken. Hier, ist abgeschlossen. Nee, ja, ach, da geht auch, wir haben eine doppelte Forschung gemacht. Alles ist gut. So, und jetzt sind wir hier, wähle eine Blaupause. 400 Kilogramm Goldamalgam. Oder zwei Duplikanten. Ich glaube, wir nehmen das. Goldamalgam 2 Kilo? Wieso schon wieder ersticken? Wieso sind die Türen jetzt hier wieder zu? Das ist mir jetzt gerade schleierhaft. Weil da ein Tier drin war, oder was? Kann das sein? Öffnen. Gut. Ich habe fast die Vermutung, dass hier ein Tier war. Oder ist es... Nee, der Raum ist hier schon da, oder? Ah, er ist der Himmelhund. Jetzt haben wir ihn erwischt. Das heißt... Öffnen. Nee, da öffnen und da Automatik. Also das funktioniert auch mit normalen Türen. Die werden dann abgeschlossen. Sehr gut. Eigentlich, oder? Nur dann müsste er jetzt mal dahin fliegen, damit das passiert, was wir wollen. Aber da läuft er natürlich hier durch die Gegend, der Himmelhund. Sehr gut, dass wir es gerade gesehen haben, ne? Das war ja das Krasseste sozusagen. Aber das wird uns das Teil dann
hoffentlich so machen, dass wenn er hier drin ist, einer von denen, wenn wir es denn mal erleben würden, dann geht er da durch. Das wäre die coolste Minischleuse überhaupt, ne? Nur bis er da durch ist. Vielleicht schon weggeflogen ist. Ha, komm, jetzt fliegt da rein, Puff. Ihr seid doch schon zu zweit, das müsst ihr doch schaffen, oder? Passiert gerade nichts. 7,6 Tonnen Algen, das ist jetzt besser geworden, ne? Da hatten wir eben 4 Tonnen. Also hier oben wurde wohl was ordentlich abgebaut, ja. Da sieht man es auch. Sehr gut. Gut, aber ja, wäre schön, wenn wir sehen würden, wie da einer reinfliegt, ne? Aber das tut was keiner. Wie sieht das denn? Ah, die sind gerade alle am Essen. Sehr schön. Und haben auch leckere Mahlzeiten, wie ich gesehen habe. Eingelegte Mahlzeiten 17,8 Kilo, das ist ja schon mal was. Ja, passt erstmal, ne? Gut, dann müssen wir hier schauen, wie das fertig wird, wie das weiterläuft. Kriegen wir aber auch hin. Und es funktioniert ja wohl schon, das haben wir schon gesehen. Müssen nur gucken, dass halt keiner eingeschlossen ist. Immer auf das Ersticken achten dann, ne? Das wird aber tricky Ding sein erstmal. Aber das kriegen wir auch hin. Ich sage erstmal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.